No Compromise ist die zweite. Ich stehe jetzt hier mit Abeko Abul. Hi. Nach seinem Kampf. Hallo Abeko, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gegen Donda Kumbu. Ja. Es war ein krachendes Knie, die ihn in das Land der Träume geschickt hat. Schiller uns kurz bei den Kampfverlauf. Ja, war ein bisschen anders geplant. Ich wollte ihn eigentlich auf Distanz halten. Ein bisschen mein Boxen zeigen, präsentieren. Aber er ist einfach ein Mordskerl, sieht man ja. Er ist nach vorne gegangen. Ich habe erstmal gedacht, okay, ich habe mir seine Videos angeguckt, er hat ein bisschen Konditionsprobleme. Ich habe mir gedacht, ich halte ihn erstmal ein bisschen, wenn er das gerne möchte. Ich halte da ein bisschen gegen. Haben wir gedacht, okay, er wird schon irgendwann auspowern. Und ja, Vito Belfort hat mir meinen K.O. geklaut. Eigentlich wollte ich mit dem gleichen Kick ausknocken. Habe ich schon 2 Monate vorher angekündigt, aber jetzt ist es so gekommen. Bin ich ganz glücklich drüber. Ja, es war ja auch so ein Wahnsinnsknie, also richtig geiles, fetter K.O. Wie hast du dich vorbereitet? Also was war Grundlage deines Trainings? Was hat den Sieg jetzt ausgemacht? Ich bereite mich eigentlich immer gegnerspezifisch vor. Bei Donner war es halt extrem viel BJJ, weil ich gedacht habe, er holt mich definitiv runter. Krafttechnisch habe ich gedacht, okay, geht noch was. Ich hätte noch ein bisschen mehr Druck machen können im Clinch. Aber ich wollte mich nicht komplett auspowern. Und ich weiß einfach, dass er sehr offen ist, wenn er ausgepowert ist. Er ist irgendwie ein bisschen nach vorne gefallen, glaube ich. Ich habe es gesehen, habe das Knie ausgepackt. Hat getroffen, ich wusste gleich. Er ist angenockt. Ich glaube, ich habe ihn sogar mit einer Hand schon davor so ein bisschen angenockt. Aber ja, Props an Donda, ist ein geiler Kerl. Ich glaube, wenn der noch ein bisschen weitermacht, kann da was werden, weil der ist absolut Urkraft. Wenn er noch Kondi rausholt, wäre das ein ernstzunehmender Gegner. Ein physisches Monster, ne? Das hat man gesehen. Auf jeden Fall. So ein kleiner Bob Sepp im Mittelgewicht. Ne? Hat die Erfahrung den Unterschied gemacht? Du hast gesagt, du hast viel gesehen, viel geschaut und hast deine Lücke dann gefunden. Das war ja bei ihm nur nicht so unbedingt. Er ist nach vorne gestürmt. Ist das die Erfahrung, die da den Unterschied macht? Ich denke schon, ja. Das ist jetzt mein 11. MMA-Kampf. 10 Siege, eine Niederlage. Und irgendwann mal nach dem 5., 6. Kampf weiß man, man kann nicht alles sofort rausschießen und man weiß, man hat einfach kein Eisenkinn. Ja, jeder kann ausgenockt werden. Ich, alle. Ne? Hat man an Overeem gesehen, er hat auch gedacht, er kann nicht ausgenockt werden. Ja, jeder kann ausgenockt werden. Donner hat es diesmal erwischt, Gott sei Dank nicht mich. Er hat mich einmal gut erwischt, aber ich gedacht habe, oh, meine Fresse. Harten Punch, der Mann, aber ist gut gegangen. Ja, das hat man gesehen hinten. Ne? War kurz, auch mal ganz kurz, glaube ich, die Knie ein bisschen weich. Ja, die Knie waren nicht weich. Ich habe einen schlechten Stand gehabt, habe eigentlich alles in den Punch gelegt. Dann hat er irgendwie, hat mich nicht richtig wirklich erwischt, aber wo er mich erwischt hat, war irgendwann am Boden. Da habe ich gedacht, so meine Fresse. Wollte ich ihn eigentlich seinen Rücken nehmen, aber er ist enorm kräftig. Ne? Er ist enorm kräftig. Ja. Okay, das war der Kampf. Ja. Kommen wir mal von dem Kampf weg. Wie geht's weiter mit Abeko? Wie gesagt, ich finde es schade, dass Derwisch nicht gegen Maurice heute angetreten ist. Hätte ich gerne auch gesehen. Ich bin ein Freund von Maurice und auch ein großer Fan von ihm. Wir haben schon gesagt, wir sind Freunde, ob wir das machen wollen oder nicht. Ich meine, im Endeffekt hasse ich meine Gegner nie. Ich finde es Sport und man kann auch mit Fußballmannschaften, die befreundet sind, die befreundete Spieler gegeneinander spielen. Ich werde auch gegen Maurice kämpfen. Das ist für mich so das Wunsch-Matchup. Und danach wollte ich eigentlich runter, 77 Kilo Klasse. Weil mit dem Alter merkt man halt, die 84 Kilo steckt man nicht so einfach mehr weg. Okay, ich habe vorhin mit Maurice kurz sprechen können. Es wird wohl, so sieht es zumindest derzeit aus, keinen weiteren Anlauf zu einem Kampf mit Derwisch geben. Ja. Vielleicht ergibt sich da ja was bei No Compromises 3 mit Abeko. Also wenn der Veranstalter das hier mit hört, also Abeko wäre bereit, oder? Ich bin bereit, ja, ich bin bereit. Auf jeden Fall. Okay. Und wie sieht es grundsätzlich aus? Gibt es Termine irgendwie was? Oder arbeitest auch als Trainer in Hamburg? Genau, wie sieht es da aus? An 3 verschiedenen Schulen. Ich habe meine Jungs, die Ivory-Truppe, die halt mich hier unterstützt hat. Die hat man, glaube ich, ganz deutlich gehört. Ne? Nochmal ein Dank an Nordschmiede und Nordisch Fight Club. Da sind die Jungs auch, wie gesagt, die helfen mir, wo sie nur können. Ich arbeite zwar nebenbei, aber die haben mir geholfen. Wie gesagt, ich habe meine Jungs selbst hochgezüchtet. Mittlerweile ist der eine oder andere schon stärker als ich fast. Die werden in den nächsten 2 Jahren ganz groß werden. Da lege ich auch sehr viel Wert drauf.
Wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich, war es geplant, ist aber noch nicht wirklich spruchreif, dass ich eventuell gegen, wie heißt er, der Österreicher? Der Ott. Gegen den Ott eventuell um eine WM kämpfe. Okay. Wenn der auf 84 runtergeht, das würde ich auch gerne machen, weil da, wo ich die Europameisterschaft kämpfe in Österreich, der hat mich halt letztes Mal kontaktiert und gefragt, ob ich gegen Ott kämpfen würde. Würde ich auch gerne machen, da muss man halt ein bisschen anders taktieren als gegen Kumbu, aber ist alles machbar. Wir sind alles nur Menschen. Auf jeden Fall. Na, das hört sich ja schon mal sehr, sehr interessant an. Wir sind sehr gespannt auf die nächste Zukunft mit Abeko. Ich wünsche dir dabei und dem ganzen Team viel Erfolg. Ja. Und die letzten Worte gehören nochmal dir. Du kannst natürlich Dank auch an dein Team richten. Ich danke auf jeden Fall immer meinem Team. Meine Jungs sind einfach die Besten. Ich danke an Armin von Paloma Jiu-Jitsu, hat mich super vorbereitet. Marc Stein, der immer an meiner Seite ist. Ich glaube, wir haben seit 3 Jahren keinen Kampf verloren, sei es MMA, Grappling oder whatever. Und Nordschmiede, Nordisch Fight Club, Fight Gym, alle Trainer, Owen Rees, Durak, alle, die mich irgendwie supporten und mich unterstützen. Ja. Wunderbar, ich denke, die haben es gehört. Ich bedanke mich bei dir fürs Interview. Ja, vielen lieben Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, dann auch nach wieder einem erfolgreichen Kampf. Wenn ihr noch weitere Infos braucht, dann bei Ground & Pound TV im Netz. Vielen Dank, bis dahin. Eins hätte ich vielleicht noch kurz. Auf jeden Fall. An die anderen Veranstalter. Ich habe ein bisschen Probleme für meine Jungs, passende Kämpfe zu finden. Das war eigentlich, wie gesagt, eigentlich bin ich letztes Jahr schon zurückgetreten. Ich wünsche mir, dass die anderen Veranstalter mich mal, beziehungsweise uns kontaktieren, weil meine Jungs sind stark und ich glaube, sie können jeden in Deutschland mitschlagen, in jeder Gewichtsklasse. Ja. Das ist nochmal eine Ansage. Also, an die Veranstalter, wenn ihr das gehört habt, bei Abeko, bist du im Netz irgendwo zu erreichen? Ja, unter Facebook, Abeko Aful, Ivory MMA, bei der Nordschmiede, Nordisch Fight Club. Ihr könnt überall anrufen, ich bin erreichbar. Ich warte auf euch. In diesem Sinne, bis dahin, ciao.